Dann kriegt man wieder eine Wutz mit Green Comp. Echt geil, die Wutz, die ich krieg. Green Comp, Red Comp. Archer. Warum nicht jetzt die Kultistenwurz von gestern? Kultisten Battlefields. Artspiels-Pack. Wird ja mal besser. Kann sich richtig freuen. Dann Ballerpack hier. Einfach noch ein, zwei große Trashpulls machen. Nichts wieder raus hier. Ich hoffe, dass er vielleicht noch eine Wutz kommt oder ein Battlefields. Irgendwas mit dem Wutmob-Type. Das ist ein random Gnarl ist gerade aufgefallen. Was bedeuten? Man Meter bewegen, wenn die Vibrates, würden sie sterben. Komm erst, wenn der gesamte Josh weg ist. Dann wieder direkt. Einmal gepuckt und einmal gestorben nach 15. Einmal pucken ist ja inzwischen normal. Ja, man muss ja inzwischen, bis man halt einmal stirbt, zweimal pucken.
Und Challenge Rift den, ja, habe ich eben gemacht. War Rang 7 oder sowas beim Challenge Rift. Hier, ich bin immer noch Platz 10. First Try. Also lief eigentlich ganz gut. Auf der ersten Ebene muss man nur mega aufpassen gegen den scheiß Anarchen. Und schon eine ganze Zeit, da muss man schnell durch. Hat dann den Conduit gut nutzen. Muss halt dann denken, dass er einfach Schaden macht. Oder dass man den Schaden und nicht Strafe. Man Bola Multiplier hat. Würdest du ein bisschen hier bekommen hätte, könnten die hier sterben, aber. Ich auch gar nicht. Wo muss da noch nachkommen? Speed ein paar Trash Pulls machen und raus hier. Ich Progress habe und halt noch Conduit offen ist. Geht's noch? Kann nicht mal mit seinem Waller. Gar nichts. Kann ich Speed up. Halt wieder Green Comp. Aber ich bin noch in Progress. Ich bin zwar immer weniger mein Progress, aber wenn ich ihn noch sehen kann, hoffe ich nur auf den Conduit. Conduit und auf den Boss. Die Schlangen haben gut gefressen. Ich habe es mitpullen können. Ja, zwei blaue, ist ja noch ein Spinnenblue drin. Oder? Noch ein Spinnenblue-Pack drin. Spinnen sind hier nicht als normale Mobs drin, nur die leuchten kaum. Ah doch, da, ja. Die eine Spinne ist noch fast voll. Scheiße. Ja, was machen? Die Schlangen hier töten und dann weitergehen. Spinnen haben noch zu viel. Hoffen, dass dann nachher wieder Conduit kommt. Dann kann ich ja vielleicht die Spinnen hinterher pullen. Vielleicht auch einfach ganz viel da töten dann mit dem Conduit und dann zu den Spinnen noch laufen. So, wenn die Spinnen bis nach hier oben kommen, hier mache ich auch nochmal Trash. Durch die breite Masse von dem Spell, von den Zombiebären, geht halt auch so ein Haufen Schlecker hier ziemlich schnell down.
verhältnisweise schnell. Du musst nicht so sehr aufeinander pixeln auf jeden Fall, weil du halt. Ist halt von der Area ist halt ein riesiger Spell, Zombie-Bären. Dann nur ein bisschen langsam. Und hier haben wir zwei gelbe. Ich dürfte eigentlich einen Pilon haben, oder? Aber ich kann direkt bis oben gucken, ob ich einen Pilon habe. Muss ich auch damit nicht noch irgendeine Chance habe. Conduit. Okay. Triple Pack Conduit. Dürfte Spawn reichen, oder? Komm und direkt an. Schauen wir, dass das vom Pilon unterkommt. Das von den Napis nachkommt. Dann bleibe ich gerade nicht. Alter. Was war das hier denn? Das war ein Revenant Soldier. Der müsste doch kommen. Wollte keine Zeit mehr verlieren, weil ich weiß, dass das jetzt schon mega knapp ist von der Zeit her. Für den Boss. Dachte, ich hau den Kondit instant an, weil meistens. Der Kondit ja eh dicker. Ja. Boss dürfte ein bisschen schneller gehen jetzt mit der neuen Offhand. Bedeutet eigentlich, wir hoffen einfach darauf, dass ich einen Boss mit einer großen Hitbox habe, der nicht zu viel moved. Reicht. Maiden. 2,5 für Maiden. Wenn sie nicht zu viel moved, dürft's gehen. Wenn ich nicht sterbe und sie nicht zu viel moved. Ein bisschen Bonus-Damage noch vom Conduit, ist auch gut. Wird dann ultra knapp, aber es dürft gehen. Ich glaube, die Maiden hat sogar eine Hitbox, das hat eine Hitbox. Kann sein, dass sie sogar vielleicht von zwei Reihen getroffen wird. Ich weiß nicht genau, aber. Vielleicht, wenn ich mich wieder hier so hinstecke, kriege ich wieder diesen Stahl hin. In der Wand. Bärenstahl. Hier, man sieht schon, sie sind enger aneinander. Nur schauen, dass ich nicht den komischen Hit abbekomme und da irgendwie sterbe. Ja, und das sollte auch nicht passieren. Ich weiß nicht, ob wenn die gegen die Wand. Ja, so will ich es haben. Hier guck, jetzt stecken zwei gerade. Zwei Reihen. Fällt noch so ein bisschen. So, so ein bisschen überlappend. Da macht das Positioning schon echt sehr viel Schaden aus. Jetzt sie halt in der Ecke. Ich will mich halt nicht direkt auf sie stellen, weil wenn ich die ganze Medi jetzt von der abbekomme, ist auch eklig. Alter, das wird nicht die schöner Bosskill sogar. Ey, richtig schnell! Lief, nice! Jawoll! 130er da mit Zombiebären. Da wird, glaube ich, sogar noch was Höheres gehen eigentlich. Noch ein bisschen was Augmente. Bisschen besser laufen noch. Nice, nice, nice.